Hallo Genossinnen und Genossen. Wir haben das Jahr 2019 und vor genau 30 Jahren war der Fall der Berliner Mauer. Ich habe jetzt mal kein Lego-Set, ich habe ein Kobi-Set. Kobi, polnischer Hersteller, Klemmbausteine, kompatibel zu Lego, hat ein Set auf den Markt gebracht, anlässlich der 30-Jahres-Feier, die wir im Oktober wohl haben werden, jedes Jahr, Tag der Deutschen Einheit, zu dem Mauerfall. Enthalten ist neben einem super tollen Trabi aus Klemmbaustein, ein Wachturm und eben entsprechende Schranke und ein kleiner Hund mit einem Schild hier auch, Achtung, Sie verlassen West-Berlin, eben zur Feier der Unabhängigkeit bzw. zur Eingliederung der DDR in die Bundesrepublik Deutschland. Das ganze Teil hat 250 Teile, beinhaltet ein Männchen, ein Hundchen und ein Trabi und ein Türmchen. Und ein Stück Berliner Mauer. Finde ich gar nicht so verkehrt. Das ganze Ding kostet rund 20 Euro. Ich habe den Thomas, den Held der Steine, in Frankfurt besucht und hat ein ganzes Set ergattert. Er hat seit neuestem Jahr auch Kobi-Sets. Und ich glaube, das bauen wir einfach mal auf. Die Kobi-Boxen sind ziemlich gut verklebt. Wirklich gut verklebt. So. Wenn man die mal offen hat, die sind auch schön stabil. Fällt einem gleich auf, die Anleitung ist ein bisschen rund gemacht hier. Komme ich gleich zu. Also, weil sie eben so zum Schluss reingestopft wurde. So. Alles raus. Jawohl, ich stelle das einfach mal hier hin. Mache es aber noch schön zu vorher. So. Sind ganz viele Beutelchen drin. Alle unnummeriert. Und bei der Anleitung. Also die ist wirklich sehr flach. Lego hätte für sowas eine doppelte Größe verlangt für die Anleitung entsprechend. Und auf der Rückseite sind alle Autos, die Kobi im Sortiment hat. Kobi hat noch einen Trabant 601 in Rot mit Feuerwehr drauf, einen blauen Trabi. Oh, klasse. Noch ein Wartburg in Gelb und ein Wartburg-Polizeiauto zum Beispiel. Und das ist alles in diesem Set enthalten. Ich finde, es sieht sehr putzig aus. Ich zeige euch nochmal die Autos, die ist auch noch von Kobi. Die Autos kosten so 10 bis 15 Euro, also je nachdem, wo ihr bestellt. Ich war bei Thomas beim Held der Steine in Frankfurt. Wenn er da mal hinkommt, geht da hin, der ist super. Und er hat echt viel. Was mir auch gleich auffällt, hier ist eine Anleitung. Ganz viel Beutel, aber kein Aufkleber. Kein einziger Aufkleber. Hier, Berliner Mauer. Das Stück Berliner Mauer ist gedruckt. Das ist bedruckt, das ist kein Aufkleber, der drauf kommt. Ne? Voll gut. Da die Tüten nicht nummeriert sind, reiße ich einfach mal alle auf. Laut. Ha. Schere. Mit einer Schere geht alles deutlich einfacher. So, weg mit dir. So. Und neben diesen harten Tüten, die ich gerade ausgepackt habe, sind auch solche weichen Tüten mit bei. Also richtig so weiches Plastik. Man von Lego, von den Teilen, die eben Großteile verpackt haben, zum Beispiel solche Mauerelemente oder sowas. So, weg mit dir. So, da ist alles drin, Berliner Mauer und kompletter Trabi. 20 Euro, ich wiederhole mich ungern, aber ist ein super Preis für so viel Inhalt. Die Teile sind, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, kompatibel zu Xing-Bau-Teilen, zu Lego-Teilen, da braucht man keine Sorge haben. Und die Qualität ist auch laut dem Held der Steine ziemlich, ziemlich gut. Ich habe auch schon andere Videos gesehen, die eben Kobi-Produkte vorgestellt haben. Das ist mein erstes Kobi-Produkt, das ich auseinanderbastel. Oder zusammenbastel vielmehr. Und außer, dass es viel Plastikmüll ist, gefällt es mir wahnsinnig, dass die Teile bedruckt sind. Bedruckt. Ich hoffe, die Kamera fokussiert. So. Oh, ein Wachhund. Das sieht ja mal gefährlich aus. Niedliches Teil. Basteln wir mal weiter. Ha, sogar die Schranke ist bedruckt. Das ist kleine runde Schrankenteile, steht halt drauf. Bei anderen Herstellern wären Aufkleber draufgekommen. Möge man vermuten. Bleibst du hier? Vielleicht haben wir es geschafft, noch zwei Beutel. So, weg mit dir. Und noch ein Kleinteilebeutel, den kann man so aufreißen. So. Bleibst du hier? Schere weg. Alles Gefährliche. Und dann fangen wir mit dem Bauspaß mal an.
Bei Grubi auch, möchte ich mal zeigen, ist die Anleitung ein bisschen anders. Da steht es eben mit bei, was für ein Teil als nächstes kommt. Und der Rest, den man vorher gebaut hat, der ist eben heller dargestellt. Und nur die Teile, die neu drauf kommen, werden entsprechend farbig markiert, dass man eben besser weiß, wo man ist. Finde ich eine gute Idee. Vor allem bei weißen Teilen. Da ist es nicht so viel Weiß mit drin, aber da sieht man es halt deutlich besser. Bauen wir uns mal ein Auto. Wir brauchen kleine Teile. Eine 4x3 Platte, ich glaube, die gibt es bei Lego nicht. So, basteln wir uns ein Auto. Ist sowieso die falsche Platte, junger Mann hier. Und schon beginnt der Suchspaß. Ne, das war die richtige Platte. Stopp, so rum. So. Ich versuche mir die Teile schon rauszulegen, dass ich auch immer schön die Teile parat habe und keine suchen muss. Ich bin mal gespannt, wie lange ich das durchhalte. So. Oh. Ne, das war falsch. Nochmal Kommando zurück. Ersteindruck Grubi ist wie Lego. Fühlt sich super an, fühlt sich wertig an, lässt sich super zusammendrücken alles. Macht keine Probleme bis jetzt. Und die Bauanleitung, die Fortschritte, hier sieht man das mit dem Weiß zum Beispiel, ich glaube, das habe ich gerade schon gezeigt, sind immer ein paar Teile auf einmal. Nicht wie bei Lego immer ein, zwei Teile, sondern gleich mal drei, vier, fünf, sechs Teile. Das ist echt, da kann man doch was mit anfangen. So, basteln wir mal den Trabi. Wo gehörst du denn hin? Ach, da brauche ich zwei von. So. Dann macht man auch gleich mal zwei Teile auf einmal übereinander. Gehst du da drauf? So. Quatsch. So. Be careful. Notice the difference. Da gibt es wohl hier. Die sehen ziemlich gleich aus in Radkästen. Aber da gibt es zwei verschiedene. Ah! Die haben unten so kleine Strichler drin. 3 und 4. Und ich brauche den mit 3 Noppen. Oder Noppen sind es nicht, das sind so kleine Griffelungen. So, und das ist der mit den 4ern und das ist der mit den 3ern. So. 2 von den Kollegen, von den kleinen. Das fühlt sich gerade an wie ein Lego-Set. Also es ist wirklich, als ob ich ein Lego-Set zusammenbaue. Finde ich sehr schön. Ja, das ist gar kein 4er, das sind 5er. Die haben 5er-Stangen mit 5 Noppen. 5. Hat Lego nicht, muss man sich dran gewöhnen. So. Sehr ungewöhnlich. Jedenfalls jetzt mal die tollen Radkästen hier dran. Wir bauen den Trabi. Trabi, wer wünscht sich nicht mehr Autos in der Lego-Welt? Na, dann geht man doch einfach zum Konkurrenten, zum polnischen Konkurrenten. Jetzt kommen auch die anderen Radkästen. Geht man zum polnischen Konkurrenten, der hat massig von diesen tollen Autos. Nicht nur Trabi, ne? Auch Wartburg und so weiter. Und, was man bei Grubi sagen muss, steht auch irgendwo da drauf. Steht irgendwo da drauf. Made in EU. Also nicht so wie das, die wie Lego. Lego produziert dann in China die ganze Sache. Die werden die viele Teile in China hergestellt. Grubi produziert in der EU. Wirklich, produziert in der EU. Finde ich sehr zuvorkommend. Teilchen. Die kleinen Teile sind immer am blödsten zu finden. So. So. Basteln wir mal weiter. Ah, Trabi ist nicht klein. Also das ist auch ein Autoset, das bei Lego 15, 18 Euro kosten würde. Habe ich was vergessen? Ja, habe ich vergessen. Guck mal. Ach, ich habe deinen ganzen Bauschritten unterschlagen. So, hat niemand gemerkt. Alles gut. So. Fällt ja rechtzeitig noch. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Lego hat eben keine Autos oder nicht so viele Autos. Wenn, dann wären sie um einiges teurer als diese Grubi-Teile. Und das ist eine schöne Ergänzung, wenn man so eine Lego-Stadt hat, um sein Lego-Zeug zu erweitern. Ist ja nicht verkehrt, warum auch nicht? Sind gute Teile. Man tut niemandem weh. Wenn der Konkurrent sie eben einfach nicht verfügbar hat, dann kann man doch auch mal darüber linsen. Habe ich da wieder was weg? Ich habe schon wieder einen Bauschritt ausgelassen.
Also so gleichzeitig reden und bauen ist schon nicht so einfach, ne? So. Zack. Jawohl, so sieht das doch gut aus. Ich mache nichts Spektakuläres, ich setze kleine Stangen zusammen und bastel mir ein kleines Trabigehäuse. Und wir haben hier einen tollen Sitz. Einen richtigen Sitz. Braun. Aber den brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt dieses kleine lustige Teilchen und dieses kleine lustige Teilchen. Da bauen wir uns eine Rückbank. So. Seid ihr schon mal Trabi gefahren? Ist eine Erfahrung. Eine Lebenserfahrung. Habe ich das falsche Teil genommen? Ein 2x6er Fliesenteil. Das sieht doch schick aus. So. Jetzt kommen wir zum Eingemachten. Jetzt brauchen wir eine Motorhaube. Die ist bedruckt mit dem. Oh, guck mal. Ist auch super. Wie ein kleiner Nigger. Oh, da wird ein Aufkleber drauf gekommen normalerweise. Oh, nee, die drucken das drauf. Das finde ich echt steil. So. Mir fehlt noch, das Lenkrad fehlt. Das Lenkrad sieht aus wie das Lego-Lenkrad, mehr oder weniger. Kann man nichts falsch machen. Basteln wir uns unseren Trabi hier schön zusammen. Wir haben übrigens schon aufgehört, mir die Teile rauszulegen, nicht wahr? Damit fange ich jetzt wieder an. Nicht, dass ich wieder Bauschritte überspringe und Sachen unterschlage. Eine Fünferstange und eine Sechserstange. Das macht sich ganz gut, das Auto bis jetzt. Es baut sich einfach. Die Passgenauigkeit der Teile ist super. Kann ich nicht meckern. Und es hält auch wirklich. Also es ist nicht so, dass es auseinanderfällt oder locker wäre. Nee, das hält wirklich, wenn man das zusammenbastelt. Das sieht auch wirklich schon putzig aus. Jetzt bauen wir die Front zusammen. Das ist ein eigenes Formteil. Guck mal. Ein eigenes, komplettes Teil, nur für die Trabi-Front. Gibt es wahrscheinlich in unterschiedlichen Farben, weil es unterschiedliche Trabis gibt bei Kobi, Stoßstange und zwei Lichter natürlich auch bedruckt. So, wo war ich denn? Trabi fahren, das ist was Schönes, was Spezielles. Ist wie so eine alte Ente fahren, so ein 2CV. Das ist ein Erlebnis für sich, das ist speziell. Zack, Lichter dran, schön gerade drehen. Und dann kommt die Geschichte hier vorne dran. Nee, andersrum. Und dann passt das 1A. Jetzt kommen wir zu. Ach, guck mal. Zack. Zack. Und noch ein Teilchen. Dann denkt man, eine andere Farbe als braun würde hier noch auffallen, aber nein, fällt nicht so einfach auf. So. Ich habe übrigens noch eine besondere Sache. Ich bin ja seit einer kurzen Zeit auf Facebook und auf Twitter. Da könnt ihr mir übrigens folgen. Das fände ich echt cool, wenn ihr mir da folgen würdet. Und nicht nur, dass ich jetzt auf, so richtig rum ist so richtig rum, nicht nur, dass ich jetzt auf Twitter und Facebook bin. Da poste ich immer, wenn ich neue Videos habe. Und bei Twitter bin ich ab und zu auch ein bisschen aktiv. Aber ich bin jetzt auf Instagram und Instagram hat jetzt einen Grund. Ich werde ab und zu, wenn ich so Sets habe wie die hier, auch kein Video dazu mache, was auch mal vorkommen kann, werde ich eine Instagram-Story machen und einfach den Aufbau per Instagram begleiten. Sucht mich auf Instagram, Profi-Nerd, ganz einfach, gibt es nur einen. Und dann ist das eine feine Geschichte. So, wo war ich denn? Hier. Ach, guck mal, sogar hinten drauf, die Lichter sind draufgedruckt und Trabant 601 ist draufgedruckt. Bei Lego hätte man das nicht mit so einem Formteil gelöst, sondern mit einem anderen Teil gelöst, aber es sieht einfach gescheit aus. Guck mal. Ich finde, das hat was. Jetzt bauen wir das Dach. Das Dach ist ein Bauschritt mit 2, 4, 6, 7 Teilen auf einmal. Das wäre eine Lego-Welt Blasphemie. Sowas kann man dem Kunden noch gar nicht zumuten, so viele Teile. Meine Güte. Scheiben. Auch schicke Scheiben hat Kobi, muss man sagen. Und die Scheiben sind sogar bedruckt. Geht sowas überhaupt? Ja, das geht. Und die andere Scheibe? Scheibe. Wie rum gehörst du denn so rum? Jawohl. Ist kein schwerer Bauschritt, sind einfach 7 Teile auf einmal, die hier zusammengeflanscht werden. Das ist kein Weltwunder, das kann jedes Kind ab.
5 Jahren, Altersempfehlung, kann jedes Kind ab 5, ist sehr einfach gehalten. Ich sehe da jetzt keine Schwierigkeiten. Lediglich das Dach muss man richtig rum aufbringen, dass die Windschutzscheibe vorne aus und hinten hinten. Denn vorne sind auch die Scheibenwischer aufgedruckt. Das kriege sogar ich hin. So. Schön festdrücken alles. Ach, guck mal, das Teil ist falsch rum. Das hat sogar eine abgeschrägte und eine gerade Kante. Und somit sieht der Krabbi aus wie ein Krabbi. Ich finde es toll. Und jetzt kommt noch das Wichtigste dran, dass ein Krabi fahren kann, das sind Reifen. Die sehen zugegebenermaßen nicht so toll aus wie Lego-Reifen. Das könnte aber auch daran liegen, weil der Krabi nicht so tolle Reifen hat, wie eben tatsächlich heutige Lego-Fahrzeuge, weil der Krabi doch ein bisschen älter ist als ein modernes Fahrzeug von der Polizei oder von der Feuerwehr. Da gehst du daran. Was genau sind es auf jeden Fall. Abgehen werden die nicht mehr. Muss man die noch hübsch reinmachen. Eine Seite, oh mein Gott. So, eine Seite eine hübsche Felge. Krabi-exklusiv, Krabi-stilmäßig. Einfach draufklipsen. Und schon haben wir hier einen wunderschönen, schicken Krabi in Weiß. Mit vorne bedruckter Scheibe, mit Wischblättern, mit Lichtern und hinten auch schön. Ach, das sieht aus wie ein echt schöner Krabi. Kommst du mal daher. Und jetzt kommen wir zu dem Besonderen. Also den Krabi gibt es auch separat für 10, 12, 13 Euro irgendwo. Aber dieses Set ist ja das 30 Jahre Ende der Berliner Mauer Set. Dass ich es mal gesagt habe, das Set hat die Nummer 24557. Nee, doch, tatsächlich. Das ist ein Spezialset. Ich weiß nicht, wie lange es das gibt. Schlag zu, wenn es irgendwo kriegt. Bei Kobi selber ist es ausverkauft. Bei dem Held der Steine Thomas habe ich es gekriegt. Der war so liebenswürdig und hat mir eins zurückgelegt. Aber genug der Werbung hier. Jetzt brauche ich hier. Guck mal, wie viele Platten hier dabei sind. Guck mal, wie viele Platten. Ich hoffe, die Kamera fängt das alles ein. Guck mal, wie viele Platten da dabei sind. Ist ja wahnsinnig. So, wir brauchen jetzt ganz viele graue Teile. Bei den Teilen sieht man noch irgendwo dann hier den kleinen weißen Punkt. Ich glaube, die Kamera fängt das ein. Auf der Seite ist ein Punkt, auf der anderen nicht. Das ist wohl von der Form, wo das Teil festgehalten worden war. Das ist halt einfach so, da kann man wenig machen. Bei Lego sieht es ein bisschen besser aus, muss ich zugeben. Aber die Teile halten trotzdem super. Also, ich mache sie drauf und die halten. Die halten. So, machen wir noch die Kollegen hier drauf. Auch schöne Teile, die es bei Lego mittlerweile gibt hier. Kobi hat Teile, die Lego nicht hat. So. Die sehen nochmal schick aus. Ach, das sieht ja super aus. Freut euch, was ihr gleich sehen werdet. Ihr könnt euch gleich freuen. Ich hoffe, das ist immer die richtige Farbe hier, die ich verwende. So. Das schmeiße ich doch glatt wieder das Gebaute um hier. Geht ja gar nicht. Zwei von denen. Hier schön gerade machen, dass das schick aussieht. Und zwei von denen hier wieder oben. Ah, so. Andersrum. Oben drauf. Und jetzt kommt diese wunderschön bedruckte Fliese 4x4 drauf. Also wenn die nicht klasse ist. So, Achtung, Sie verlassen West-Berlin. Ich meine, früher ist mir das aus den Ohren rausgequollen. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich schon. Früher ist mir das aus den Ohren rausgequollen. Wir hatten sehr lange in der Schule eben die Geschichte mit DDR und mit Planwirtschaft und mit allem drum und dran. Hatten wir sehr, sehr, sehr lange in der Schule. Wir haben es, glaube ich, länger durchgekaut, als es nötig gewesen wäre. Warum passt es jetzt nicht? So viel zum Thema Passgenauigkeit. Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Habe ich ein falsches Teil hier erwischt? Ich glaube nicht. Habe ich hier oben ein falsches Teil erwischt? Nö, glaube auch nicht. Irgendwas ist jetzt hier gerade verkehrt, Freunde. Ich muss nur rausfinden, was. So schwer ist es nicht, sind ja nur ganz wenige Teile. Ja. Ich sollte vielleicht richtig rum dran machen, dann passt das auch. Weil eine Seite ist länger als die andere. So. Liegt nicht an Kobi, liegt nur an mir. So. Und schon, Achtung, Sie verlassen West-Berlin. Wie gesagt, wow, guck mal. Ein Riesenbaustein über zwei Seiten, eigentlich nur über eine, wie man diese Schranke zusammenbaut. Das ist echt fordernd. Also eigentlich nicht, aber jo. Sind ganz viele Teile. Ich stelle mal die West-Berlin-Warnung hier hin. Vielmehr die. Sie verlassen West-Berlin-Warnung. Jedenfalls, mir hat es damals in der Schule, ist es mir wirklich aus den Ohren rausgequollen.
Wo sind jetzt die Teile? So schwer kann das nicht sein. Ich habe die irgendwo hin. Fangen wir mal mit denen an. So, das, das. Das, das, das. Die gibt es mit kleiner und großer Noppe. Interessant. Ein Halt, ein normales, ein rotes, zwei rote. So. Jetzt darf ich nicht durcheinander kommen, jetzt wird es echt knifflig. Es sind echt viele kleine, fitzelige Teilchen. Da fehlt noch was. Wo? Ach, guck mal, hinter dem kleinen Teil versteckt. Warum sagt ihr denn nichts? So, der da, die da, das halt. Eins davon. Eins davon. Ein kurzes, zwei lange, zwei rote lange. So. Den da und das da. So. Und das Kreuzchen. Irgendwas noch ein Kreuzchen. So, ich fange jetzt zum dritten Mal an. Damals in der Schule ist mir wirklich aus den Ohren rausgequollen mit dem Geschichtsunterricht. Das war einfach nicht so dolle. Ich weiß nicht, ob das heute noch so im Fokus ist, dass man das so, ich glaube, 2,5, 3 Jahre haben wir das durchgenommen. Das war meines Erachtens ein bisschen lang. Aber nichtsdestotrotz sollte man doch schon über die Vergangenheit einiges erfahren. Und sollte wissen, was damals passiert ist und doch sich auch in Erinnerung rufen, dass es vielleicht nicht so toll war, was da alles passiert ist. So, zack, habe ich jetzt was vergessen? Ich habe auch irgendwas vergessen. Zack, zack, weiß. Weiß. Rot. Rot lang. Weiß. Gehst du da raus? Wenn die Grobi-Teile sitzen, sitzen sie wirklich. So, jetzt. Jetzt haben wir eine hübsche Schranke gebaut. Halt. Die fassen wir jetzt gleich ein in zwei Techniksteinchen, die es so bei Lego auch nicht gibt. Interessant. Jetzt habe ich das halt verkehrt rumgemacht. Das lösen wir gleich. Das lösen wir gleich. Das ist ja relativ einfach zu handhaben. So. So muss ich nur gucken, wie rum es gehört. So rum. Zack. Zack. Und schon haben wir eine wunderhübsche kleine Schranke, die den Übergang so rum regelt. So. Kleine hübsche Schranke. Jetzt kommen wir zum Wachturm. Stellen wir die Schranke mal dahin. Ich muss mich wirklich konzentrieren, so etwas in Grobi zu bauen. Schon ein bisschen schwerer als in Lego, weil die Teile anders aussehen. Die haben andere Größen, die haben andere Teileformen teilweise. Nicht, dass es schlecht wäre, nee, das ist gut, um Himmels Willen. Aber es ist auch eine große Umstellung. So, wenn man die ganze Zeit nur Lego-Teile gewohnt ist, so ein Teil gibt es von Lego nicht. Geschweige denn so ein Männchen. Jetzt bauen wir das Männchen zusammen. Oh, guck, da traurig. Die haben auch keine Wendegesichter, die sind immer nur einseitig. Setzen wir dem noch eine kleine Mütze auf. Na gut, aber ganz schön grimmig, der Kollege. Das ist auch so eine Form, mit der ich nicht ganz warm werde. Ich stelle den mal hier hin. So, mir fehlen jetzt noch Teilchen. Hier. So. 16. Also zählen wir durch. 4, 8, 12 und 16. Also wir haben jetzt schon hier 16 plus 4 plus 1, haben jetzt 21 Teile für einen Bauschritt. Kann man nicht meckern. So, dann basteln wir die mal alle zusammen. Das wird der Turm für den Wachmann. Wir wissen ja, an der Grenze ging es nicht gerade hier gerade blumig zu. Da war das ja nicht ganz so locker gesehen alles. Das war keine schöne Zeit.
Der eine oder andere kennt bestimmt ein paar Leute, die damals dort groß geworden sind. Ein paar meiner Freunde wurden damals groß und sind rübergekommen nach einer Zeit. Die haben Sachen erzählt. So, wir hatten auch wirklich keine Bananen, keine Cola. Wirklich nicht. Jetzt haben sie WoW. So. Ach, jetzt habe ich jedes Mal da. Ach, ich, danke. Dazwischen kommt jedes Mal so eine Platte. Guck mal, dass es stabiler wird. Ha. So. Selbst ist der Mann. Das funktioniert doch 1A hier. So, dann ist es auch nicht so wackelig wie gerade eben. Das erklärt einiges. Und obendrauf zum Schluss eine Viererplatte. So. Und jetzt bauen wir das Türmchen. So. Das ist eine schöne Bauerfahrung. Also macht Spaß. Ist wirklich wie Lego. Es fühlt sich an wie Lego. Die Qualität der Steine ist sehr gut. Man drückt zusammen, es hält. Ich finde es echt gut. Ist es hellgrau oder dunkelgrau? Dunkelgrau. Jetzt war ich wieder zu voreilig. Ich habe einen Stein zu früh gesetzt. So. Hier drauf damit. Es gibt hier nichts Besonderes, außer dass das Türmchen hier steht, der kleine Trabi. Es ist eine schöne Geschichte. Und es sind echt schöne Steine dabei. Hier hat ein 2x2 mit einem Loch zwischendrin. Bei Lego gibt es 2x2x1 mit einem Loch zwischendrin. Da gehst du da drauf. So dicke Finger hier. So. Jetzt werde ich langsam schusselig. Doch, das Set kann was, das gefällt mir sehr gut. Und, uiuiui, gefährlich. Ein Gitter in einem Fenster. Das kennt man normalerweise nur von Polizeistationen. Das legen wir schön nebenan, wir legen uns die Teile raus. So, ich gucke, dass der hässliche Punkt innen drin ist, dass man den später nicht so häufig sieht. Das hätte ich vorher machen sollen bei den anderen Teilen, aber na gut, ist halt so. Setzen wir das kleine, schöne Fensterchen ein. Und jetzt kommt auch der schöne Sitz hier in die Mitte. So. Ah! Oh. Oh, so. Zum Glück fällt es nicht so weit. Die bauen schon ein bisschen, also Lego hätte hier mehr Verzahnung reingebaut, dass es nicht so einfach umfallen würde. Aber wenn es hält, dann hält es wirklich mal. Oben kommt ja zum Schluss auf den Kranz was drauf, dass es wirklich auch fest ist. Da bin ich mir zumindest sicher. Es gibt andere Hersteller, die das wohl nicht machen. Aber ich bin mir sicher, dass es eine sehr, sehr, sehr robuste und schöne Geschichte werden wird. So, wo gehört es rein? Da rein. Zwei Fenster. Ein Funkgerät! Ist das nicht putzig? Noch ein Steinsche. Setzen wir die Fensterchen ein. Bleibst du da? Fensterchen. Wo gehört das Funkgerät hin? An die Wand. Ich hoffe, da kann man reingucken. Ich hoffe, ihr seht das. Sitzchen drin, Funkgerät drin. Schönes Türmchen. Klappert ein bisschen, das Klappern sind die Fenster. Die sind nicht 1000% fest, die wackeln ein bisschen, das sind ein bisschen lose. Da sieht man das. Und jetzt kommt, oh, ein Scheinwerfer. Gefährlich, ein Scheinwerfer. Eine Klammer. Was zum Geier ist das? Das Teil kenne ich auch nicht von Lego. Kenne ich bei Lego normalerweise nur als Zweierteil, dass es zwei nebeneinander sind. Aber na gut, wir lassen uns ja auf neue Sachen ein. Und Gitter. So, 1, 2, 3, ne, geht's weg. 4, 5, 6 Stück. Ach, guck mal, eine Dachterrasse kriegt der junge Mann auch noch mit. So, rein mit dir. Deine Roboterarm zum Festhalten. Passt genau, es ist wirklich. Also es ist. Gibt es nichts dran zu rütteln. Habe ich was vergessen? Ach, ich habe schon wieder einen Bauschritt vergessen, Freunde.
Warum sagt ihr denn nichts? Gerade sage ich noch, das wird bestimmt oben schön festgemacht, dass alles schön hält. Wo ist die Platte? Oh. Ist das wirklich Absicht? Ich habe die falsche Platte genommen. Für das andere hier hätte ich die helle Platte nehmen müssen. Ui, 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 Junge. Dann soll das die helle Platte sein, denn sonst ergibt es ja gar keinen Sinn. So. Sonst sieht es ja ganz quatschmäßig hier aus, wenn da eine helle Platte dazwischen wäre. Das wollte ich gerade schon sagen, was machen die? Bei Lego würde das ja doch abgestützt werden, dass die Platte nicht so runterdrückt. Das wird von oben aber bestimmt fixiert. Wird fixiert. So. Muss ich nur gucken, dass ich es richtig rumhalte. So. Ja, das wird fixiert von oben. Wie gesagt, bei Lego wäre das anders gewesen. Beim nächsten Bauschritt gleich weiter. Aber es hält. Und wir haben hier eine schöne Dachterrasse zum Runtergucken. Können wir den gleich reinstellen. Füße sind ein bisschen wirr. So. Sieht auch nicht ganz so freundlich aus. Das habe ich hier schon wieder falsch gebastelt. Nee, habe ich nicht. So. Guck ein bisschen darunter. Der Scheinwerfer. Und das Geklapper. Boah, jetzt wird es aber ganz schön hier. Zwei Greifärmchen. Den da. Die Leiter. Ich habe hier noch ziemlich viele Teile rumliegen. Ich hoffe, ihr seht das hier alles. Ihr habt noch wirklich viele Teile. Die gehören alle zu der Mauer. Es ist nicht so, dass da nur vier kleine Plättchen stehen, die Mauer bilden. Nee, da ist schon ein bisschen mehr mit bei. Gefällt mir. Was ist denn... Ja Gott, wie wird denn das hier zusammengebaut? Das ist ja mal wirklich abenteuerlich. Das ist wirklich abenteuerlich. Bei Lego hättest du da jetzt hätte man es einfach rangeklipst und hier sind so kleine Noppen dran. Auf die Noppen kommen so kleine Verbinder und dann kommen die kleinen Ärmchen dran und dann kommt hier die Platte zum Biegen dran. Na gut. Was mir auch nicht gefällt, der Scheinwerfer hier oben hängt nur an einer Noppe fest. Bei Lego wäre noch was drüber gewesen, dass der wirklich auch nicht runtergehen kann. Aber die Noppe ist wirklich fest dran. Wirklich fest. Ach, jetzt kommt da oben auch die Gitterchen dran. So, das sieht doch sehr vernünftig aus. Gehst du da raus? Und jetzt kommt die ganze Geschichte auf den Turm. So. Auf den Turm. So. Also schon ein großes Modell, muss man sagen. Wenn man da mal einen Trabi daneben stellt, ist schon groß. Also, wenn man bedenkt, das hier 10, 12, 13 Euro. Mit dem ganzen anderen in dem einen Set rund 20 Euro. Nicht schlecht. So, was basteln wir jetzt? Jetzt brauchen wir diese kleinen Kollegen hier, die Fliesen. Oh, Fernglas ist auch mit weiß. Fernglas können wir bestimmt den Kollegen in die Hand drücken. Denn da muss ja gucken, ob da ein Trabi angefahren kommt. So. Grenzposten hier. So, 2, 4, 6 Stück und 4 davon. Muss man das verstehen, was sie von einem wollen hier? Es ist schon kompliziert gebaut, was die hier basteln. Ach, das wird das Kreuz hier an der Straße. Ah. Bisschen wackelig ist es schon. Soll das wirklich alles so sein? Anscheinend schon. Machen wir doch nochmal. Jesus Gott. So, ist ja nicht ganz so schwer. Kriegen wir nochmal zusammen. So. Sieht gefährlich aus. Und jetzt kommen wir zum schönen Teil. Jetzt bauen wir die Mauer. Also nicht, dass die Mauer schön wäre, aber die Mauer ist somit das Highlight des Sets tatsächlich. Habe ich wirklich gerade gesagt, dass die Mauer schön war? Meine ich nicht so. Jetzt mache ich hier so kleine Slopes drauf. Die sehen bei Lego ein bisschen hübscher aus, muss ich sagen. Hier sind die ein bisschen eckig und kantig.
Bei Legos sind die ein bisschen abgerundeter, ist okay. Aber große Platten mit bei, schöne auch viele Platten mit bei. Und da drüben geht es gleich weiter mit Platten. Nochmal eine Platte, nochmal eine Platte. Ach, da geht es ja gleich weiter. Guck mal, also jetzt ist Gott. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, wie groß dieses Set gerade wird. Und wie doof ich wieder bin. Ach, das ist eine Fünfer. Die haben auch... Jesus. Die haben eine Fünfer und eine Sechser. Ach. Also als Lego-Mensch, da es nicht daran gewöhnt, ist schon ein bisschen schwer. So, noch weiter im Takt. Und wenn die mal sitzen, sitzen die ganz schön fest, Freunde. So, jetzt ist den hier oben drauf. Zum Glück verbaue ich nicht so selten. Und schon haben wir eine riesige Wand. Zum Vergleich der Trabi, zum Vergleich der Turm. Also das gibt schon eine große Mauer. Das ist ein großes Set. Ich bin echt überrascht. Ich dachte, das ist viele kleiner aus. Ich habe da tatsächlich die falschen Teile verbaut. Weg. Ich habe mich vorhin schon gewundert, die sehen doch heller aus als die anderen. Und tatsächlich, auf der Schranke sind die kleinen, helleren Teilchen. So. Da habe ich mich schon ein paar Mal bei der Schranke verbaut. Das kommt hoffentlich jetzt nicht mehr vor. So, Schranke. Die da, die da, die da. Nee, halt Quatsch, zuerst kommen die anderen drauf. So. Das macht es stabil. Also da eine Lage, große von den Platten drauf, sind schon viele. Und zusätzlich dann eben oben nochmal so eine Reihe von diesem, was sind das? 6x und 8x2. Das macht das Ganze sehr stabil. Und jetzt kommt 12x der Kollege ins Spiel. 2, 4, 6, 8, 10, 12x. Guck wieder, dass diese schönen weißen Punkte innen drin sind, dass man sie später nicht so sehr sieht. Ups. So. Boah. Noch schön gerade drücken, zusammendrücken. Und jetzt kommt die Mauer dran. Das Schöne ist, in der Anleitung sieht man die Mauerspiegel von hinten. Das heißt, ich muss die vorne richtig zusammenpuzzeln. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Ein halbes Puzzle mit dem kleinen Klemmbausteinset. Und die sind wirklich, also man muss schon klemmen. Nicht, dass man wirklich bei Lego das schön butterweich zusammenkriegt. Die Zweier waren gerade schon ein bisschen heftiger. Steht auch eine Anleitung, wie das auszusehen hat. Ja. Ach nee, das sind sogar zwei Reihen. Guck mal, ich muss jetzt erst graue zusammenbasteln, die nicht hier bedruckt sind. Und dann auf dem nächsten Schritt muss ich die zusammenbauen mit Muster. Bei anderen Herstellern, ich sage jetzt nicht Lego, wäre das so gewesen, dass es tatsächlich nur eine Reihe gewesen wäre aus Kostengründen. Cool. Muss ich nur gucken, welche bedruckt sind, welche nicht. So. Und jetzt basteln wir dieses schöne Muster der Mauer zusammen. Jetzt seht ihr schon die Rückseite, die etwas, wahrscheinlich die von West-Berlin, die schöne saubere Seite. Und jetzt kommt die Graffiti-bemalte Seite. Ich baue das mal. Bleibst du da? Kommt wahrscheinlich oben noch hier die Mauerabschlüsse drauf. Machen wir das mal zusammen. So. Ich hoffe, das passt so. Ich muss mal immer nachgucken, ob das so passt. Ja, das sieht doch gut aus. Und dann macht der da. Nicht so heftig hier. Der Kringel. Ja, das passt sehr gut. Und die letzten zwei Elemente noch. Das ist der hier. Jawohl, da passt. Und das hier. Und oben drauf. Die Mauerrundung. Wir haben ganze drei Ersatzteilchen. Mache ich mal weg. Wir haben ein Hühnchen. Und wir haben eine wunderschöne Berliner Mauer. Die auch sehr, sehr stabil ist. Ich drücke die mal zusammen, dass die Spältchen da weg sind. So. Also die sieht auch wirklich schick aus. Und vorne bedruckt. Von hinten.
Doch, ich bin sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Machen wir das auch mal auf. Wir haben die Mauer, wir haben unseren Trabi, wir haben hier Halt, Achtung, Sie verlassen West-Berlin, wir haben unseren Watchtower. So, noch die Kollegen hier mit vor. Und das Wachhundi. Also zu dem Preis, wie lange baue ich denn jetzt schon auf? 20, 25 Minuten, weiß ich nicht. Hat wirklich Spaß gemacht, gute Teilequalität. Klar, der Wachturm steht hier rum, da eine Platte unten drunter. Es hat noch ein bisschen mehr qualitative Sache gegeben. Dafür bin ich von der Qualität der Mauer hier sehr überzeugt. Das ist eine wirklich schöne Mauer. Wenn man sich das jetzt zweimal kauft, kann man sogar hier eine Mauer bauen, nochmal eine Mauer nebendran und nochmal einen Wachturm. Und dazwischen vielleicht die Schranke. Ich glaube, ich brauche noch so ein Set. Aber es ist ein wirklich schönes Teil. Und zur 30 Jahre Geschichte Fall der Berliner Mauer finde ich das ein wunderschönes Set für den Preis. Ihr könnt es online bestellen bei Kobi. Es gibt auch ein paar Händler in Deutschland. Wie gesagt, ich lege euch den Helterstein in Frankfurt am Main sehr nahe. Ruft an, wenn ihr was wissen wollt. Der Mann hilft euch definitiv weiter. Oder schaut auf seinen YouTube-Kanal. Ich bin von dem Set auf jeden Fall sehr überzeugt. Hat mir sehr Spaß gemacht. Und ich hatte es ja vorhin angesprochen. Also ich gehe auch mit der Kamera gleich nochmal hier kleine Einzelheiten durch, dass ihr zwei, drei Sachen aus der Nähe nochmal seht. Möchte aber vorher sagen, wie rum denn so? Ich habe einen Wartburg Polizeiauto und den werde ich auf Instagram, in Instagram Story nach dem Video veröffentlichen. Das heißt, folgt mir auf Instagram, dann kriegt ihr auch den Bau von dem Teilchen mit. Ich finde es eine gelungene Sache. Habt noch Spaß mit den Nahaufnahmen von den Sets. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Hier sehen wir jetzt einen schönen Trabi mit dem Trabi-Logo vorne drauf, schön aufgedruckt an sich. Die schönen Trabi-Räder mit den Felgen, die ich erwähnt hatte. Die aufgedruckte Scheibe mit den Scheibenwischern und von hinten. Noch ganz fix hier die Schranke mit Achtung, Sie verlassen West-Berlin und dem schönen aufgedruckten Halt. Natürlich funktioniert die Schranke auch, haben wir gesehen. Den Trabi stellen wir mal davor. Hier ist der kleine Hund. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, wenn man den Lego-Hund kennt. Aber es ist ein Hund, deutscher Schäferhund, da kennt man eindeutig. Der Wachturm mit der Leiter eben entsprechend, dem grimmig dreinschauenden Grenzwachpolizisten hier und eben dem Funkgerät und dem Sitz da drin, wie es sich eben so ein Wachturm gehört. Wie gesagt, so eine Bodenplatte davor hätte ich ein bisschen besser gefunden, das hätte ich eben bevorzugt. Aber dafür gibt es ja diese schöne Mauer, die echt wunderbar bedruckt ist und mir sehr gut gefällt. Hinten auch strammes Teil. Für 20 Euro kann man nicht sagen. Alles wieder zusammenbauen, tipptopp.